Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind unterwegs heute zum ersten Mal auf Zusi 3 oder in Zusi 3. Und zwar fahren wir hier von Altenbeken nach Paderborn Hauptbahnhof mit einer BR 141 im schönen Grün mit ein paar Engern hinten dran. So, wir haben auch schon Grün. Also wir könnten mal so langsam aber sicher mal losfahren. Ja, Zusi 3 ist hier in der Aerosoft-Edition. Achso, okay. Ist in der Aerosoft-Edition rausgekommen, jetzt vor einer Woche ungefähr. Ja, ich habe mir gedacht, ich gucke mir das mal an. Zwischenzeitlich mal rein, mal schauen wir mal. Machen vielleicht mal auch mal ein, zwei Staffeln davon. Dann gucken wir mal, wie es so wird. So, wir fahren hier mit PZB und SIFA. Ne, das wird lustig. Okay. haben hier neben unseren Buchfahrplan. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal auf 80 beschleunigen, wenn ich es richtig sehe. SIFA sollte man noch drücken. Und fahren dann oder dürfen dann gleich ab Kilometer 113 oder irgendwas dazwischen. Dürfen wir gleich 110 fahren, halten noch in Behnhausen, glaube ich. Und dann zum Schluss in Paderborn, Hauptbahnhof. Boah. Mal ein bisschen Gas geben. Damit wollen wir da ankommen, wo wir ankommen wollen. Ne? Sonst könnte das hier ein bisschen schwer werden. So, grün. Das sieht alles soweit ganz gut aus. Was kann ich mit der PZB hier? Ja, tut sie. Okay. So, 80. 111,8 sind wir jetzt. Das heißt, irgendwo da vorne ist 110. 112 Kilometer. Müssten wir da eigentlich schon 112, 110 fahren dürfen, oder? Täusche ich mich da. Ja, SIFA ist okay. Das ist kein Signal für uns. Na ja, komm, wir beschleunigen mal auf. Beschleunigen mal auf 110. Mal gucken, was er mir sagt. Wir haben auf jeden Fall grün. Naja. Können wir mal durchfahren, ne? So, 110. Dann haben wir auch gleich. Ja, dann müssen wir das hier da wegnehmen. So, wie man sieht, Grafik von Zusi ist nicht unbedingt die beste. Aber dafür in Simulationen... Oh, ist das so? Das sieht doch trotzdem schön aus. Dafür in der Simulation sind die sehr gut. Das heißt, jeder Fehler, jeder kleine Fehler, den ich hier mache, wird bestraft. Na gut, dass das Bild jetzt gerade so ist, liegt an der Lok. Das ist noch ein bisschen eine ältere Version. Scheinbar noch nicht so ganz auf die hohen Auflösungen angepasst, aber soll's. Ist ja nicht so schlimm. So, Kilometer 114. Ist da irgendwas Wichtiges? Wollen gar nicht. Okay, dann können wir mal weiterfahren. Hupe? Ja, Hupe haben wir auch irgendwo, ne? SIFA. Bevor der mich in eine Zwangsbremsung schickt. nee, das mag ich schon bei TS oder TS wenig. Das muss ich jetzt hier nicht auch noch haben, dass er mich da irgendwo reinschickt. Nee, das lassen wir mal. So, ich glaube, das hier wird eine bisschen kürzere Route. Aber für den Einstieg ist das ja nicht so schlimm, wie ich finde. Naja, mehr gar nicht. Ist okay. So, Kilometer 116. Ja, ist doch noch nichts. Außer irgendwas. Keine Ahnung. Das ist eine sehr ruhige Strecke. Oh, guck mal, das ist ein Kollege. Aber in der blauen Lok. Wir sind grün. Ja. Die Strecke, oh, ich fahre viel zu schnell, merke ich gerade. Strecke Köln-Düsseldorf werden wir natürlich auch noch fahren.
in den verschiedensten Zügen, also Schnellzug, RE, S-Bahn ist auch möglich, habe ich gesehen. Hat jetzt im Test leider noch nicht so ganz funktioniert, aber schauen wir mal demnächst, ob das dann entsprechend alles funktioniert. Werden wir ja sehen. Aber ich, wie gesagt, ich fahre viel zu schnell. Aber ich sollte ja mal ein bisschen mit dem Tempo runtergehen. Bei Bernhausen dürfen 120. Ah, da halten wir gar nicht. Wir halten das nächste Mal in Paderborn. Na gut. Ja, ja. Dann fahren wir bis Paderborn durch. Das ist auch okay. Bahnübergang. Gesichert. Das ist okay so. Na ja, Scheibenwischer? Nee. Ja, W wie an die V wie Viper? Nö, ist nicht so. Ist ja nicht so schlimm. Müssen wir auch nicht haben. Regnet ja nicht. Von daher. So, Kilometer 119 ist auch nix. Erst ab Kilometer 123,1 dürfen wir 120 fahren. Ja. Aber muss ich tatsächlich auch noch ein bisschen lernen, hier die Bufferpläne zu lesen. So, 120,0. Dürfen wir noch ein paar Kilometer, 120, dann sind wir wieder runter auf 110. Ich fahre schon fast 110. 120. So, 120,6. Okay. Das ist ein Signal, das wird uns aber nichts anderes sagen. Außer, dass wir fahren dürfen. Wachsam, ne? Ja. Warum auch immer ich so schnell, warum auch immer der Beschleunige, geht's doch bergauf und nicht bergab. Oder täusche ich mich da? Hm. Naja, gut. Ja, nicht so schlimm. So, 121. Ah, nö, 123. Sollte ich mir vielleicht mal merken. Dass das noch ein bisschen dauert, bis wir da angekommen sind. Schön, dass wir eigentlich freie Fahrt hier haben. Das gefällt mir. Für, wie gesagt, für so einen kleinen Einstieg gefällt mir das echt. Das ist schön. Habe ich gar nichts gegen. So, gleich wird spannend. 123,0 haben wir jetzt. 123... Eins darf ich, also jetzt, glaube ich, da stand gerade 113, jetzt darf ich 120 fahren. Das heißt, wir ziehen den Zug mal hoch. Wir sind die ganze Zeit eh schon 120 gefahren. So, von daher. Aber naja. Ja, meckern. Dann schaltet der Zug wieder runter. Und ab 127,7 dürfen wir nur noch 110 fahren. Ja. Oh, da sind wir auch schon fast in der Einfahrt zum Paderborner Hauptbahnhof. Und da werden wir wahrscheinlich sowieso runtergebremst. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass das so sein wird. Ja, ja, Sifa. Wir haben gerade echt wenig zu tun. Erinnert mich irgendwie an Binz. Da hatten wir auch nichts zu tun im Transmodator. Fuhren wir auch die ganze Zeit stur, geradeaus mit 80 sogar nur, glaube ich. Naja, was soll man machen? So, wie sieht's da aus? Ist auch grün. Speed. Haben wir ja gar nichts zu machen. So. Ah, 70. Was soll ich jetzt mal announcen? So, und dann einmal runter auf 70 bremsen.
Gut, dass ich das Signal noch gesehen habe. Hätte jetzt doch ein bisschen böse enden können. Warte, mich jetzt hier komplett in die Eisen rein. Ja, dauert mir eine Zwangsbremse. Ist ja sippy. Ah ne, doch nicht. Ist doch wieder beenden. Also werde ich wahrscheinlich erstmal trotzdem stehen. Oh, war klar. Was ist da vorne? Das ist ein rotes? Ne, ist ein gelbes Vorsignal, okay. Das heißt, das nächste Signal ist ein Halt. Okay. Ich glaube, da halten wir sowieso, also von daher ist das jetzt ja erstmal nicht so wichtig. Oh, ein bisschen langsam. 127,7, also ein paar hundert Metern ist sowieso vorbei. Da sind wir sowieso in Paderborn und dann haben wir eh Endhaltestelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der nächste Halt ist Paderborn Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung... links. Wir hoffen, Ihnen hatte die Fahrt gefallen. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag und wir bedanken uns für die Fahrt mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Dear passenger, thank you for traveling with Deutsche Bahn. The rest of the text is not available in English. Thank you. So, sind wir jetzt gleich auch da. Mal gucken, dass wir hier pünktlich oder gut mal zum Stehen kommen. Und davon ist eh rot, naja. Dann können wir auch hier irgendwo anhalten. Ist halt eigentlich völlig egal, wo wir anhalten. So. Machen wir mal Leute aussteigen, genau. Lassen wir mal hier Leute aussteigen im Paderborn Hauptbahnhof. Ja, das war's auch eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr diesmal verpassen wollt, folgt mir auch gerne auf Instagram und Twitter. Einmal alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage ciao und bye bye, bis zum nächsten Mal. Euer Momsi.